Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 mit mir und Geralt. So, und ich muss das ja nochmal machen, weil mein Computer sich dachte, nö, Desktop-Audio nehme ich nicht auf. Braucht keiner. Just passing by, Wanderer. Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonquier. Of those de Jonquiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merit, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corinne Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Not interested in what's going on inside. Freue ich mich sowieso, wenn er dann seit Tagen hier steht. I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corinne requested she not be disturbed. Why do you know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night, and furniture moving about in the attic, and last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the pile. Das klingt irgendwie nicht nach einem Geist, der scheißt normalerweise nicht durch die Gegend. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a Witcher. You may enter, call that my whim. Das ist eine Marotte von dir? Aber... Weißt du, du lässt einen Monster hier Spezialisten nicht rein, weil er wahrscheinlich das Monster irgendwie... Na nee, du lässt ihn rein, weil es eine Marotte ist. Auch eine Möglichkeit. So heißt es, stimmt, das muss ich ja nicht. Ich habe in einem Spielstand schon. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nur durch die Gegend. Und ich sehe offiziell nichts. Ihr klingt nicht ganz so weinerlich wie im Deutschen. Hier ist Zeug, das hatten wir auch schon, aber sonst ist ja nichts Besonderes. Einmal hoch und einmal wieder raus. Ja, benutzen Geralt. Geschlossen Raum explosiven Bolzen. Ach nee, das war das Falsche. Ach, ich kann es nicht anders. Wake up. It's just a dream. Wake up. The doll. The attic. Okay, gut, dann suchen wir halt mal ein bisschen. Alright. Time to check the attic. Sah irgendwie nach einem Göttling aus. Wie haben sie? Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Ah, interessant. Normalerweise sind die aber auch nicht böse, wenn es jetzt wirklich ein Göttling ist und nicht irgendwas anderes, was sie als Göttling ausgibt. Findest du? Ich nicht.
Flup. Ich glaube, das war hier drin, oder? Ich habe das nicht gescheit gesehen. Ah ja, doch, hier. Nein. Da. Guck mal. Ist doch ein Kinderbett zum Henker. Ach, ich muss das Bild zuerst untersuchen. Keine Ahnung. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Ja. Genau. Maybe I'll find another clue there. Genau. Stop. Go away. Ich gehe schon. Leave it. Na, was kriegen wir jetzt? Ist keiner. Aber da! Did I scare you? Scared you, didn't I? I can tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? Du redest. If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! So, jetzt ist es eigentlich relativ wumpe. Also in dem ersten Durchlauf, der war übrigens noch auf Deutsch, weil ich vergessen habe, wegen Triss wieder auf Deutsch umzustellen. Ich finde einfach nur Triss' Stimme im Englischen passt wesentlich besser und im Deutschen ist es einfach irgendwie so... aber darüber hatte ich ja schon mal geredet mit dem ganzen Downgrade. Und... naja... sie habe ich, oder wollte ich eigentlich nur rausscheren mit der Vereinbarung, dann habe ich gemerkt, oh, dann bleibt ihr ja hier drin, das ist ja gar nicht irgendwie der Plan gewesen. Also muss ich sie rauswerfen, das mag sie zwar nicht und mag uns dann auch nicht. Wenn wir die Vereinbarung treffen, dann mag sie uns. Aber egal, wegen sie ist Novi gerade draußen und aus dem Haus raus. Weil jetzt mal ernsthaft, irgendwann kommen die Hexenjäger und fackeln einfach nur das Haus ab ohne Probleme. Also, die juckt es dann auch nicht. Dann ist sie halt auch dran, also deswegen... See, now I want to do this the nice way, but you just won't let me. What'll you do to me, eh? 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 Burdock. Godlings hate the scent. How would you like a whiff? You're stupid and a pig. Können Sie aber noch eigentlich theoretisch umentscheiden? Woher habe ich eigentlich auf einmal Klette dabei? Das muss ich dann so machen. Oder auch nicht. Hallo. Jetzt hat's geklappt. You
trying to suffocate me. You oaf. You don't. Someone will do the same to you one day. Take this stupid axe, you bird-hocking bully. Boah, tut mir schon fast leid. Na gut, die tut mir so ein bisschen leid. Da oben ist eine Suppe. Warum ist da oben eine Suppe, um Gottes Willen? Ist die dann hier oder so? Oder? Ja. Naja. Wenigstens ist sie jetzt futsch. Und wahrscheinlich in Sicherheit irgendwo. Vielleicht schließt sie sich ja mit Hansi zusammen oder so. Was weiß ich. Man weiß ja nie, was irgendwie passiert. So, hallöchen Corinne. Oder Corinne. Wie auch immer. Who are you? Geralt. Marigold sent me to see you. Gods, horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture, hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real, and not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Die Corinne Tilly ist ja, ich glaube, die mehr oder weniger Assistentin von Nimue in den Büchern. Die Bücher sind ja mehr oder weniger in 3-4 Zeitlinien im Endeffekt und verschiedenen Hintergrund- und Rahmengeschichten. Und die träumt die Geschichte von Ciri und Geralt. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Burned some burdock in the stove. Godling couldn't stand the smell and fled. And Corinne simply awoke. Anyway, house is clean. Excellent. I must admit the experience has put me off the building. I shan't keep it. I'm mindful of the reward I owe you, and you'll receive a sizable commission. As soon as I'm able to sell the house. Come by from time to time and ask. The Yonkiers never break their word once given. Thanks. Muss ich mir merken, hätte dann auch eine Markierung erstellt, aber ich habe ja schon den Speicherstand von, was ich meine. So, jetzt latschen wir erstmal zum goldenen Stör. So, ich glaube, es ist die Corinne tatsächlich, weil die war auch eine Träumerin, wie gesagt. Aber, naja, der Gottling hat ja irgendwie so eine leicht sadistische Art. Ist auch eine Form von Rohr, Schadenfreude, aber naja. Muss man auch nicht übertreiben. Manchmal. Manchmal kann man es übertreiben. Ist es auch noch witzig, aber manchmal ist es auch nicht mehr witzig. Ja, sobald es halt schadet und nicht mehr witzig ist, sondern nur witzig ist, weil es schadet und nicht andersrum, dann... Hallo? Help some fellas out, Master. We're a bit of coin short another round. Cause we're comrades, see? Witcher, ain't you? We're butchers. You slaughter, we slaughter. Das ist doof. Except witches earn more. Old villagers pitch in. Lords open their purses. Ladies do light with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come, don't make us beg. What's a witcher for anyways? To help men in need. Ach, was soll's. Schädeln sie sich halt weg. Fine, take this. That's what I call loyalty to the guild. Thank you, Master. We'll knock one back in your honor. Falsche Richtung. Kommen wir dann zurück. Wo sind hier die fucking Treppe? Ah, hi. Tschüss. Dingsenkirchen. Ich wollte nur irgendwas zu Lore sagen. So. Nehmt die rechte Tür. Richtig, weil auf der linken ist die da. Ah, weg hier. Nein. Gut. Speichern. Nee, nicht speichern.
überlegen, wollte ich noch irgendwas erzählen? Nicht so lange mir jetzt gerade einfällt, das heißt, ab geht's weiter im Text. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions, you must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Okay. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Das erste Mal begegnet sind sie sich, glaube ich, irgendwo an Zintras Hof, wo Calante ihn gerufen hatte, um ihn zu testen, ob er das Kind der Überraschung findet. Und er wollte halt einfach nicht und ist halt wieder gegangen. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon Forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny? By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Yes. No need to rush. We have time. Ciri was orphaned during the second war with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Die Szene ist sogar ziemlich witzig in den Büchern. Yes, I think so. In that case, I'm listening. Da hat ja Geralt Triss hergerufen, damit sie hilft bei den ganzen magischen Phänomenen und so weiter und so fort. War da auch eine lange Zeit lang. Und eben genau an diesem einen Abend dann ist halt Triss komplett ausgerastet, wo sie halt erfahren hat, dass Ciri schon ihre Tage kriegt und die Hexer halt null Ahnung hatten. Und dann kam irgendwann dann auch Ciri runter, wo sie es mit Triss besprochen hat, etc. Bla. Eben genau in dem Kleinen hat gesagt, also jedes Mal, wenn sie ihre Tage hat, darf nicht trainiert werden und alles. Und dann hat sie halt genauso gesagt, ja, ich bin indisponiert. Ich glaube, sie hat es am Anfang so falsch ausgesprochen, egal. Ist sie wieder umgedreht, rausgegangen und alle Hexer einfach nur so, so fuck. Scheiße, sind wir dumm. Ist cool. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood.
It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. Das mit dem Schluss war der Schluss von den Büchern, mehr oder weniger, oder? Kurz vor Schluss. Der richtige Schluss kommt jetzt. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. It was the last time I saw her. They claim the woman has abilities. Tell me about them. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? Yeah. There's something else. She's a child of the Elder Blood. A descendant of Bloody Falker? The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the Firebrand's cursed blood. Pure legend. No one in legend transforms into prophecy when it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why, she travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable, and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? Mm-hmm. If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Na, Jana von Driss haben wir jetzt beide gefunden und beide haben gesagt, Ciri hat sie auch nicht gefunden, von daher wohl Rittersporn. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Of a swallow at first,
After that, just nightmares. At times, the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The Swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the Rosemary and Thyme in their will. The Rosemary and Thyme? Where's that? As you enter the city through the Red Light District, you come upon a bridge. The Rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Lass dir die Vorsorge. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Gut, ich find's aber cool, dass sie das so gemacht haben, dass man wirklich nochmal einmal komplettes Wrap-up hat, was die Geschichte von Ciri und die Bücher und so angeht. Und du stehst auf dem Stuhl, den man so. Ach, war das eine Geschichte? Ich stehe jetzt direkt auf dem Stuhl vor lauter Entrüstung. Ja, okay. Ja. Nächste Folge, alte Frau, hallo. Ja, okay, geh auch weg. Tschüss, fick halt weiter. Ja, ich soll ja weggehen. Ja, wär's nicht so unfreundlich, hätte ich was zu essen gegeben. Nee. Naja. Wer ist denn der rote Punkt? Warum ist der in der rote Punkt? Wieso kann ich jetzt nicht springen? Ich hab die Methode. Lol! Ich dachte, ich hätte pariert. Oder geblockt, besser gesagt. Richtig, du blutest. Gut erkannt. The fuck? Ha, der macht mehr Schaden als ein Schild aushält. Das ist ja unpraktisch. Jetzt geht es mal. Was ist da los gewesen? Na komm, nochmal, wir üben das jetzt mal. Zack. Oh, der Lippe. That's enough of that. Genau. So. Aber ja, dann ciao, danke fürs Zuschauen und durchhalten. Und wir gehen in der nächsten Folge zum Großfreund und Thymia mit dem richtigen Speicherstand. Ciao, ciao. Und ich hoffe, dass diesmal die verdammte Audiospur aufgezeichnet wurde. Ansonsten drehe ich nämlich durch.